Eine Premiere oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Dass ich nicht weiß, was gespielt wurde, verdanke ich einem Bonbon, der wichtiger war als die Vorstellung. War es Mitleid mit einem abgewiesenen jungen Schauspieler, als sie mir ein Bonbon reichte? Als Trost für die Abweisung? Ich wickelte den Bonbon aus dem Papier, schob ihn in den Mund, nickte dankend der berühmten Weigel zu und behielt das Bonbonpapier in der Hand. Wohin damit? Die Weigel sah meiner Unentschlossenheit zu und grinste. Ich grinste zurück. Wenige Sekunden später hielt sie mir ihre geöffnete Hand hinher. Damit schien sie mit dieser Geste sagen zu wollen. Und ich legte ihr das Bonbonpapier in die Hand. Nun hatte sie das Problem. Wohin damit? Als auch sie zu keinem Ergebnis kam, legte sie es mir aufs Knie. Also gut, aber die Frage, wohin damit, war damit keineswegs gelöst. Dann war es schon der letzte Akt, bahnte sich die Lösung an. Die Weigel öffnete die Handtasche und eine Blitzentscheidung warf ich das Bonbonpapier in ihre Tasche. Die Weigel blickte mich an, schüttelte den Kopf und schaute zur Bühne. Gesiegt, dachte ich, lehnte mich zurück und war mit meinem Sieg beschäftigt. Just in dem Augenblick schob sie mir das Papier in die Revertasche. Ich blickte die Weigel an, die nun so tat, als sei sie nur noch mit der Vorstellung beschäftigt. Für längere Zeit gab es keine Bonbon-Papierbewegung bis zum Ende der Vorstellung. Sie reichte mir zum Abschied die Hand. Und da hatte sie es wieder, das Bonbonpapier. Ich hatte es ihr mit der klebrigen Seite in die Handfläche gedrückt und mich aus ihrer Reichweite gebracht. An der Ausgangstür blickte ich mich noch einmal um und da stand sie, eine Königin, mich ebenfalls anblickend, lächelnd, mit dem Finger drohend, an dem ein Bonbonpapier klebte.